Smart Renewables 2013 Podcast. Systemstabilität. Neue Aufgaben für die Erneuerbaren. Bernhard Beck, Geschäftsführer Bell Electric Solarkraftwerke GmbH, Kohlezeit. Erst einmal bedanke ich mich für Ihr Interesse an dem Thema Systemstabilität. Ich denke, Smart Renewables müssen mit dem Thema verknüpft werden. Vielleicht zwei Sätze dazu, was Bellectric macht. Bellectric baut also nicht nur Solaranlagen, wie Sie es typischerweise kennen. Wir bauen Kraftwerke weltweit in 20 Ländern, maßgeblich für große Stromkonzerne, für das Ölbusiness. Wir bauen Netze, 100 Kilometer Mittel- und Hochspannung, 500 Kilometer Niederspannungsnetze im Jahr. Und wir sind natürlich im Thema Energiespeicherung, Smart Grid Solutions sehr aktiv. Was wir alles machen, ist, wir bilden die gesamte Wertschöpfungskette ab, außer die Solarmodule. Das heißt in dem Fall, wir sind nicht verantwortlich für den Sprit, aber für die Gesamtsystemtechnik bis hin in den Netzbereich. So, wie schaut die regenerative Energiezukunft aus? Und wir haben die letzten Tage heiß darüber diskutiert, Volatilquellen, Markt, wie passt das zusammen, geht das nicht, wird das nicht teuer? Ich denke, die Antwort ist relativ einfach. Wir werden im Rahmen der Energiewende und auch im Rahmen der ökonomischen Entscheidungen immer mehr volatile Quellen im Netz haben. Diese Quellen werden eine, ich nenne das jetzt mal, volatile Grundversorgung bilden. Jetzt soll sich das klar nicht auf das Thema Grundlast beziehen, aber natürlich das Thema ein bisschen anreizen. Wir werden aus Volatilquellen niemals eine Grundlast beziehen, wir werden aber eine Grundversorgung beziehen. Und genauso wie Sie das Thema bei Nahrungsmitteln haben, dass Sie eben nicht jeden Tag mit dem Mähdrescher Ihr Getreide holen und daraus das Brot backen, sondern saisonal arbeiten, werden Sie im Rahmen von Stunden, Tagen, Monaten und auch Quartalen saisonal volatile Energien ernten. Und diese Energien werden einen Beitrag zum System leisten. Und um diesen Beitrag auch in entsprechende Größen zu bringen, werden sie auch in sehr großen Mengen da sein müssen. Es wird natürlich auch sein, dass sie gewisse Leistungen der Volatilquellen auch gar nicht verbrauchen können. Aber, ein ganz großes Aber, alles, was wir an Volatilquellen haben, werden wir in entsprechenden bedarfsgerechten Erzeugungen zusätzlich haben müssen. Sie können nachts darauf vertrauen, dass eben die Sonne nicht scheint. Sie können tags und nachts niemals darauf vertrauen, dass Sie nicht Windstille haben. Das heißt, in beiden Fällen ist die volatile Quelle nicht vertrauensvoll, aber in einem sehr hohen voraussagbaren Verhältnis allerdings auch erntbar. Und das gilt es in entsprechenden Einklang zu bringen. Also bedarfsgerechte Erzeugung wird Teil des Mixes sein, wohlgemerkt bedarfsgerecht auf ein Volumen, das auch der tatsächlichen Spitzenlast der Verbraucher entspricht. Also nicht ein Megawatt Wind muss ein Megawatt Ausgleichsenergie schaffen, sondern vielleicht nur ein Drittel davon, um ein sicheres System zu schaffen. Geht das jetzt weiter? Wir denken einseitig hier und ich denke, die Blickrichtung muss sich da auch ein bisschen ändern im Thema Erzeugung. Ich denke, das Thema Speicherung, Verbrauch muss in einen gewissen Einklang gebracht werden. Wir werden von den Verbrauchern mehr Intelligenz benötigen, wir werden auch Speicher benötigen, aber Speicher im ersten Sinne nicht dazu, um Strom zu speichern, weil das ist noch eine sehr, sehr teure Variante, sondern wir werden Speicher viel, viel, viel eher auch wirtschaftlich sinnvoll im Netz haben, rein zur Darstellung der Systemstabilität. Wie funktioniert das? Wir haben drei Themen, die wir adressieren müssen: Ausgleich von Spannungsschwankungen, Nachbildung rotierender Masse und Abbilden des Regelenergiemarktes. Und ich beziehe mich jetzt hier im folgenden Vortrag eigentlich nur auf volatile Quellen, weil wenn Sie einen Biogasgenerator haben, dann können Sie das natürlich im Zuge machen, ähnlich wie ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk auch, in gleicher technischer Art und Weise, nur wesentlich kleiner. Die Frage ist, was können Volatilquellen zu diesem Thema beitragen? Ersten Schritt, wie hat sich das Netz entwickelt? Wir hatten früher, ist richtig erwähnt worden, Großkraftwerke, die haben die Verbraucher versorgt. Und heute haben wir eben Erzeuger, meistens volatile Erzeuger. Ich komme auch aus Bayern, aus einem, ich sage jetzt mal, sehr sonnenreichen Gebiet auch. Und Sie haben das Thema, dass die Erzeuger natürlich jetzt irgendwo im Netz hocken und irgendwo meistens, je dezentraler, desto beliebter, folglich haben Sie auf den Netzen Spannungsschwankungen, die bisher nicht kamen, aber jetzt massiv kommen.
Wie schaut das Ganze aus? Erzeuger, die sehr weit draußen im Netz Energie einspeisen, heben die Spannung. Verbraucher, die ziehen, senken die Spannung. Das heißt, die Spannungsbandbreite, die Schwankung plus minus 3% reguliert, die den Netzausbau triggert, wird sehr oft erreicht. Wir haben eine technisch-theoretische Schwankung von insgesamt 10%, die wir eigentlich dürften, wenn wir in der Lage wären, das auch zu kontrollieren, könnten wir das auch ausreizen. Das heißt, auch in dem Spiel könnte man steuern, könnte man erheblichen Netzausbau einsparen. Wie funktioniert das bisher? Blindleistung zur Spannungshaltung, Ihnen sicherlich sehr bekanntes Thema. Alle Großkraftwerke in Deutschland haben entsprechende Cosinus-Phi-Steuerungen, leisten ihren Beitrag zur Spannungshaltung, werden entsprechend angesteuert. Diese Modelle existieren und dadurch leisten wir das aus Großkraftwerken. Es kommt aber ein Riesenproblem rein und das ist bei Volatilquellen wie auch bei großen Kraftwerken eigentlich sehr ähnlich. Sie sehen es an dem Diagramm. Ganz rechts ist es einfach, solange das Großkraftwerk leistet, kann ich Cosinus Phi Stellwerte einprägen. Solange die Volatilquelle leistet, kann ich das ebenso. Was ist aber jetzt, wenn eine Volatilquelle nichts leistet? Solaranlage bei Bewölkung oder in der Nacht, Windkraftanlage bei Flaute oder fast Windstille, dann kann eben kein Blindleistungsbeitrag geleistet werden. Genau in dem Moment ist er aber vielleicht nötig. Großkraftwerke haben das gegenläufige Problem. Ein Großkraftwerk, was jetzt für einen überregionalen Bereich die Spannungshaltung gerade eben macht, wird bei aufkommendem Wind und Sonnenschein nicht mehr leisten. Und leistet es nicht mehr, kann es natürlich physikalisch auch keinen Blindleistungsbeitrag leisten. Wir haben elektrotechnische Maschinen, die unterliegen gewissen Regulierungen. Wie löst man das Ganze? Wir gehen das Thema an. Wechselrichter. Sie haben Wechselrichter im Bereich der Windkraftanlagen und im Bereich der Solarkraftanlagen. Sie haben also halbleiterbasierende Einspeisung und nicht Kupfer auf einer rotierenden Welle. Und das unterliegt nun mal anderen physikalischen Grundlagen, ermöglicht aber auch andere physikalische Einflussnahmen. Das heißt, was machen wir? Wir können diese Wechselrichter dazu bringen, Blindleistung Tag und Nacht zu erzeugen. Das heißt, ohne Leistungsbeitrag ein Beitrag der Blindleistung. Wie schaut dieses Diagramm aus? Das heißt, aktiv regelbare Blindleistung hier in dem Diagramm, der hellgrüne Bereich. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Wir können also, je weniger wir einspeisen, desto mehr Blindleistung im dezentralen Raum bereitstellen. Blindleistung wird benötigt für den Reichweitentransport von Energie. Also auf gut Deutsch, wie spare ich Netz? Entweder leistet die volatile Anlage einen direkten Leistungsbeitrag vor Ort, oder wenn sie eben keinen Leistungsbeitrag leistet, leistet sie einen Beitrag dazu, dass weiter entfernte Quellen Leistung an diesen Ort liefern. Das heißt, ein harmonisches Gefüge zwischen volatilen und nicht volatilen Quellen, auch im überregionalen Einfluss und auch mit Einwirkungen auf die Netzebenen aus der Mittelspannung und nach oben. Wie schaut so eine Energiezukunft aus? Sie werden an der Stelle natürlich weiterhin kleine Hausdachanlagen bekommen, einfach wirtschaftlich geschuldet. Sie werden aber im dezentralen Raum, hier im Beispiel Solarkraftwerke sehen, Sie werden Windkraftanlagen sehen und stellen Sie sich vor, die Mittelspannungsebenen haben diese Art der intelligenten Systeme, dann können Sie Einfluss nehmen auf dieses Netz. Und Einfluss in einer Art und Weise, dass Sie Spannungsschwankungen reduzieren können und damit können Sie eben deutlich mehr erneuerbare Quellen an den entsprechenden Leitungen betreiben, sofern Sie das unter einen schlauen Steuerleitrechner fahren. Das Ganze haben wir gemacht, vor einigen Jahren schon, die ersten Prototypensysteme laufen, und geschaut in einem Vergleichsnetz, das ist ein Netz, das ist jetzt nicht unbedingt dadurch geprägt, dass dort sehr viel Solarwärme ist, es ist eher gemischt, es sind Biogasanlagen dort, es sind Verbraucher. Wir haben hier im oberen Diagramm, sehen Sie 230 Volt, so im Mittel. Und Sie sehen, wie die Netzschwankung schwankt. Das ist gemessen direkt an einem Trafostation, das heißt nicht an einem Endverbraucher, der noch höherer Volatilität unterliegt. Und das sind auch Kurven eines Tages mit gleichmäßiger Solareinstrahlung. Das heißt, Sie können durchaus einen leichten Bogen ablesen in der Spannung. Sie haben aber keine Wolkenzüge drin, die Zickzacken machen. Das ist rein verbraucherlastseitig getriebene Schwankung. Jetzt haben wir in diesem Regionalgebiet neue Software aufgeprägt, haben die Wechselrichter fit gemacht für das Thema Stabilisation und haben geschaut, was können wir denn eigentlich erreichen, wenn wir die Blindleistung intelligent und in Echtzeit ansteuern. Und Sie sehen die Linie drunter, wir haben eine Schwankung reduziert von plus minus 10 Volt auf kleiner gleich 1 Volt, im Maximalschwankung im Mittel auf kleiner gleich ein halbes Volt. Das heißt, wir sind mindestens 90% weniger schwanken, wenn man das intelligent ansteuert.
kann man nun so eine Linie produzieren, kann man auch deutlich mehr Volatilquellen im Netz betreiben, weil man so eine Art Leitplanke natürlich nicht bei 230 legt, sondern bei 250 zum Beispiel oder bei 210 im Tiefpunkt und einfach sicherstellt, dass die Anlagen eingreifen, sofern verbraucherseitig die zugesicherte Leistung, das ist nun mal Strom mit plus minus 10% bei 50 Hertz, und einer Basis 230, wenn wir den Korridor erreichen, greifen die Anlagen ein und halten das Netz im Parametersatz und damit auch die Leistung der Energieversorger zu den Kunden in einem sicheren Verhältnis. Schlussfolgerung, relativ einfach. Sie können das Spiel natürlich auch machen, indem Sie Blindleistungskompensationsgeräte im Netz verteilen, sehr teuer, sehr aufwendig und wenn nur schaltbar und nicht dynamisch ansteuerbar, wenig hilfreich. Sie können Netze ausbauen, das ist der aktuelle Weg, den man geht. Oder Sie können ganz einfach volatile Anlagen dazu fit machen, dass Sie das tun. Technisch können Sie das. Die Anreizregulierung fehlt hier völlig, aber auch das Verständnis, es so zu tun. Aber auch die Regulierung, ich rede jetzt mal Richtung Netzbetreiber, selbst wenn ich es tun möchte, muss ich heute Rahmenvereinbarungen treffen mit Netzbetreibern, die vom heutigen regulierten Stand abweichen. Das heißt, das Eigenengagement von uns ist entscheidend und nicht das, dass es verstanden wäre, es zu tun. Und an der Stelle bedanke ich mich natürlich auch für Netzbetreiber, mit denen wir kooperieren, die uns diese technischen Anlagen heute ermöglichen, um das auch auszubringen und auch zu demonstrieren. Nachbildung rotierender Massen, also ein Thema, was ich überhaupt nicht auf dem Radar sehe, was aber essentiell ist für einen sicheren Betrieb. Was meint das? Wir speisen heute maßgeblich rotierend ein, Biogas, Erdgas, Kohle, Atom. Diese rotierenden Massen geben uns eine Trägheit im System und diese Trägheit leistet uns im Prinzip Stabilität. Wie schaut eine volatile Einspeisung aus? Wind oder Solar speisen nun mal über Halbleiter ein und diese Halbleiter haben faktisch keine Masse. In Megawatt können sie, wenn sie gut drauf sind, auch in der Hand halten. Das ist nicht Masse und da drin steckt auch keine Energie. Sie kommen also in ein Thema, dass sie 3000 Mal die Sekunde takten. Das heißt, die Speicherenergiemenge in so einem System ist auf eine 3000stel Sekunde maximal beschränkt. Wo liegt das Problem dabei? Jetzt, wenn wir arbeiten international auch viel in Inselsystemen, die auf Halbleiter basieren, da schaltet einer eine riesen Klimaanlage an und innerhalb von einer 3000stel Sekunde haben sie keinen Strom mehr und sie fragen sich, warum? Ja, relativ einfach. Wenn die Zuschaltung von Lasten, die Schaltung von Leitungen, der Wegfall von Leitungen Spannungsspitzen erzeugt, die außerhalb der Norm liegen, und das passiert durchaus, wenn Sie keine rotierende Masse drin haben, sehr schnell, dann passiert eins, innerhalb von einer 3000stel Sekunde steigt Ihnen die gesamte Erzeugerkapazität aus und in der zweiten 3000stel Sekunde haben Sie einen Blackout und wissen gar nicht, warum das passiert ist, weil Ihr Steuerleitsystem beim Netzbetreiber nur eins pro Sekunde taktet. Aber schon 2998 Schritte weiter erst in die Information liefert. Das heißt, wir sind in der Massenträgheit und im Verständnis der Risiken IGBT-basierender Einspeisung nicht da, wo wir eigentlich sein müssten in einer Energiewende. Wie kann man das lösen? Man kann natürlich sagen, das machen auch manche Länder, man fährt Schwungmassen aktiv im Spiel, sie nehmen große Generatoren mit viel Masse, lassen die einfach laufen ohne Leistungsbeitrag, um rotierende Massen zu haben. Oder, und das denke ich ist der schlauere Weg, Sie machen die volatilen Anlagen dazu fit, eben das zu leisten, dass rotierende Massenabbildung durch die Elektronik gemacht wird. Und die kann das ehrlich gesagt nicht nur schlechter, sie kann das wesentlich besser, wesentlich genauer und wesentlich agiler als eine rotierende Masse selbst, weil ich kann sie ansteuern. Die Masse kann ich nie ansteuern, die hat eine Masse oder sie hat sie nicht. Wie funktioniert das? Im Falle von Solarkraftwerken, wenn Sie reingehen, ist der Weg naheliegend. Sie machen einen Energiespeicher rein. Dieser Energiespeicher kann Gleichstrom jederzeit in Echtzeit zuliefern. Der Wechselrichter kann Leistung jederzeit zuliefern. Sie haben eine Wahrscheinlichkeitsberechnung unterm Strich, dass Sie natürlich bei Solaranlagen über 6.000, 7.000 Stunden nicht Volllast leisten im Jahr. Realistisch auf den Volllastpunkt bezogen, über 8.500 Nicht-Volllast. Das heißt, Sie haben immer Kapazitäten, die Sie ansteuern können, die selbstständig im Millisekundenbereich agieren können und damit rotierende Massenabbildung ohne Problem machen. Wir haben auch solche Systeme im Test schon laufen, die reagieren sehr, sehr oft pro Sekunde auf 5 bis 8 Nachkommastellen, 50 Hertz genau. Wir regulieren gerade das 50 Hertz im Verbundnetz. Also solche Techniken existieren, sind auch implementierbar. Wie mache ich das bei Wind? Wind hat einen Charme hinter dem Windwechselrichter.
hockt erstmal eine rotierende Masse, nämlich der Flügel. Jetzt hier am Beispiel von Enercon, die haben hier ein schönes Projekt gemacht. Man entschleunigt den Flügel und man kann diese rotative Energie in Strom umwandeln für eine gewisse Zeit und einen Leistungsbeitrag leisten. Man sieht es hier, 10, 15 Sekunden, dann ist das circa ausgereizt. Für die meisten Netzschwankungen durchaus ausreichend, solche Modelle zu machen. Jetzt komme ich aber ein kleines Aber rein. Haben Sie den Rotor auf Null runter, ist der Leistungsbeitrag nach der 15. Sekunde eben gegen Null. Das heißt, Sie verzögern ein Problem. Sie lösen die Hälfte der Probleme, aber Sie schaffen auch andere Probleme. Man muss also auch den Einsatz dieser Art Volatilausgleichsenergie, ich sage jetzt mal, ansteuern in einem Sinne, dass man das nicht überreizt. Grundsätzlich kann man sagen, die Systemrisiken sind von den Netzbetreibern nicht verstanden. Wir haben nun mal andere physikalische und auch elektrotechnische Belange, wenn wir auf Halbleitern 50 Hertzwellen erzeugen, als das rotativ ist. Das heißt, es ist dringend erforderlich, hier Diskussionsrunden auch zu haben. Wir haben eine Regulierung in den Netzen, die auf Betriebsmittel ausgelegt, die nicht mehr da sind, wenn sie viel Sonne und Wind haben und jeder hat Vorhersage gesagt, das ist rock solid, Mittag um 12, Kraftwerke fahren runter, dann gehen sie technisch und bei ihren Überlegungen in Netzen von Technik aus, die nicht mehr da ist, weil sie einfach abgeschaltet wurde. Und Sie können natürlich sagen, ich lasse die laufen, das ist sehr teuer. Ich denke, es ist intelligenter, hier die volatilen Quellen mit in die Verantwortung zu nehmen. Und das ist nicht nur so, dass die Volatilen das eigentlich wollen, sondern da muss natürlich auch zur Gegenseite es auch erlaubt sein. Thema Regelenergie. Das ist wahrscheinlich große Fragezeichen bei Ihnen. Wie können volatile Quellen zum Regelenergiemarkt beitragen? Was macht der Regelenergiemarkt? Wir haben Energieerzeugung, wir haben Energieverbrauch, wir müssen es in Einklang bringen. Wir haben heute gewisse Mengen Regelenergie im Spiel, die im Prinzip diese Lücken füllen, diese Ungleichgewichte ausgleichen und uns ermöglichen, jetzt heute hier stabiles Stromnetz zu haben. Gehen wir in das Thema rein, es geht um Frequenzen. Da müssen wir diese Frequenzen stabil halten. Wir müssen jederzeit in der Lage sein, Fehlprognosen auch entsprechend auszugleichen. Es gibt grundsätzlich drei Probleme. Wir haben es hier sehr simplifiziert dargestellt, weil im Detail ist es natürlich deutlich komplexer. Ich nenne es jetzt mal pragmatisch Ausfall erneuerbarer Leistung. Sie haben also unvorhergesagte Wolkenbildung, unvorhergesagte Windflaute. Kann passieren, vor allem im Bereich Offshore haben Sie Windflauten, die auch mal so kommen. Und im Bereich der Wolkenzüge haben Sie zumindest Satellitenbilder und eine gewisse Vorausschau. Aber trotzdem, sei es erwähnt, es kann passieren, dass Ihnen Leistungen einbrechen. Es kann auch einfach sein, dass volatile Anlagen aufgrund von systemtechnischen Fehlern abschalten. Es ist völlig egal. Oder Netzleitungen entsprechende Probleme haben, wie auch immer. Das heißt, Sie müssen Leistung vorhalten. Wie macht man das? Intelligent. Man nimmt Energiespeicher, brückt den Zeitraum, den man braucht und fährt dann erst die Regelenergiequellen an, die den langfristigen Leistungsbeitrag leisten. Sie müssen ja nicht davon ausgehen, dass wir Unmengen, also einige 10 Gigawatt in rotativer Standby-Leistung lassen, um einfach jederzeit das zu können. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto, warum machen Sie den Motor aus? Es ist relativ einfach, Sie haben eine Batterie, Sie haben Starter und Sie können sie jederzeit, wenn Sie es brauchen, wieder anlassen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten keinen Anlasser, hätten Sie wahrscheinlich alle Ihr Auto auf dem Parkplatz noch laufen, weil das Ankurbeln sehr aufwendig wäre. Und der Siegeszug des Automobils kam durch den elektrischen Anlasser und der wird nicht gebraucht zum Fahren, sondern einfach für die Systemverfügbarkeit. Und das werden wir auch in Volatilquellen sehen, die nämlich bei Wegfall automatisch Kapazitäten, Netzzugangspunkte und Steuerleittechnik haben, das auch zu leisten. Thema 2, Verbraucher. Nicht jeder Verbraucher verhält sich, wie es der Netzbetreiber gern hätte. Er verhält sich nämlich, wie er will und wie er möchte. Das ist sein gutes Recht. Wir müssen uns als Energiewirtschaft auch darauf einstellen. Hohe Verbrauchslasten meinen immer, ich muss Zuschaltung von Hochöfen, Großverbrauchern, ich muss Leistungen vorhalten. Diese Leistungen befinden sich im Standby, verbrauchen also meistens emittieren CO2, haben entsprechende Kosten und irgendwann werden sie mal gebraucht oder auch nicht. Gehe ich rein, wie könnte man das lösen? Der gleiche Energiespeicher, der den Abfall löst, kann auch Verbrauchslastthemen ausgleichen, bis ein entsprechendes Nachsteuern von Gas, Kohle oder sonstigen Kraftwerken passiert ist. Thema 3, Regelleistung, um es generell zu fahren. Wir haben heute eine Primärregelung von 30 Sekunden.
30 Sekunden, wenn Sie sehr hohe rotative Massen wiederum drin haben, ist sicherlich ein Thema, was funktioniert. Wir tracken das sehr genau, was die Frequenzhaltung macht. Wir sind im europäischen Verbundnetz. Viele der Länder außenrum haben entsprechende rotative Massen, auch die nächsten Jahrzehnte im Spiel. Das funktioniert. Aber 30 Sekunden Regelspektrum auf ein System, was in einer 3000stel Sekunde absaufen kann, ist extrem effektiv. Vergleichen Sie mal das Heranbrettern der ersten Dampflokomotive mit einer Glasfaser in der Geschwindigkeit ungefähr in der Korrelation sind wir. Wir müssen also schneller reagieren können. Ich nenne es mal Superprimärregelleistung. Und ich vergleiche es mal einem einfachen Beispiel. Wenn Sie eine Frequenzhaltungsthema haben und Sie warten 30 Sekunden, dann ist es schon ein Kind fast im Brunnen gefallen. Sie müssen also mit sehr viel Leistung und Aufwand es wieder rausheben. Wenn Sie es in der ersten Sekunde schon gelöst haben, dann ist Ihre Schwankung deutlich kleiner. Sie stehen auf einem Hochseil und wenn Sie schon umgefallen sind, kommen Sie schwer wieder hoch, aber wenn Sie es in der ersten Millisekunde schaffen, stehen zu bleiben auf einem Bein, dann haben Sie eben ganz wenig Ansteuererfordernisse, also wenige Speicher, die schnell reagieren vor der Primärregelleistung, können das System bereits stabil halten. Es braucht nicht große Gigawatts an trägen, langsamen regulierenden Systeme, die braucht es schon nachrangig, aber erstmal sollte man versuchen, Probleme vorrangig zu lösen. Das heißt, Parallelbetrieb von Schattenkraftwerken kann man sich ein Stück weit sparen, das entlastet auch den Kostenhaushalt, beziehungsweise mehr volatile Quellen unter dem heutigen Portfolio von Regelenergie ist durchaus nicht nur denkbar, sondern auch machbar. Wie wird das dann funktionieren? Man wird kurzzeitige Abweichungen einfach aus Speichersystemen lösen, dazu sind sie preisleistungsmäßig in der Lage. Man wird langfristige Leistungseinbrüche immer durch Zuschalten von entsprechenden Leistungserzeugern, also zum Beispiel Gasturbinen hier in dem Beispiel, lösen. Möglichkeit des Beitrags ist im Prinzip CO2 zu sparen, die Volatilquellen mit deutlich höheren Mengen. Wir denken hier, wir werden in der Zukunft deutlich über 100 MW haben, wir werden auch deutlich mehr volatile Quellen haben als wir Verbrauchslast haben, ja, und wir werden auch Energie, die wir nicht verbrauchen können, wegschmeißen, weil die Grenzkosten dieser Energien für den überschüssigen Strom einfach gegen Null laufen. Das heißt, wie in jeder Inselanlage üblich, man wird ein paar Prozentpunkte wegschmeißen, das ist einfach eingepreist im Gesamtsystem, dadurch aber höhere Verfügbarkeiten dieser Energiequellen initiieren. Nun wird ja viel diskutiert über die Kostenentwicklung und kommen wirklich die Volatilen, kann Solar einen Beitrag leisten, kann Wind einen Beitrag leisten. Wir sehen die Börsenpreise, die aktuell doch in einem sehr niedrigen Niveau sind. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir, wenn wir uns jetzt die Kurven anschauen, ich hoffe, ich überfrachte sie nicht an dieser Stelle, erkläre Ihnen vielleicht kurz das Diagramm, aber was Sie sehen, ist eine Trendkurve, die eigentlich nicht aufzuhalten ist. Die oberste Linie hier, die Einspeisevergütung für kleine PV-Dachanlagen. Sie sehen, wir kommen aus dem Segment deutlich über 50 Cent, sind heute in dem Segment 2012 runter, deutlich schon unter die 20-Cent-Marke. Das wird weiter runtergehen. Die grüne Linie, parallel dazu tiefer, ist der Einspeisetarif von Solarkraftwerken, also bodengebundenen Utility-Scale-Anlagen. Auch hier sehen Sie eine Trendkurve, die nach unten läuft. Dann haben wir eine zweite Kurve drin, die interessant ist. Die unteren beiden sind Wind, die tiefere Onshore-Wind, die da drüber Offshore-Wind. Sie sehen Offshore-Wind, ich sage es mal, ist nicht teurer geworden, hat einfach eine höhere Vergütung bekommen, um das Thema zu initiieren. Und Sie sehen die blaue Linie. Wir haben an der Linie, das ist der Verbraucherstrompreis ohne die EEG-Umlage, einfach ein korrigierter Wert, um zu sehen, ist der Strom mit oder ohne EEG, wir diskutieren um die entsprechenden Aufschläge, ist er teurer oder billiger geworden und der Strom ist teurer geworden, entsprechend einer sehr sanften Funktion, das ist sicherlich entsprechenden inflationsmäßigen Themen auch geschuldet, ist sicherlich auch geschuldet, dass wir aus einem Netzpark und Kraftwerkspark kommen, der mittlerweile durch die Abschreibung ist, wo wir neue Investitionen brauchen, will ich nicht näher drüber eingehen. Es ist so, dass wir steigende Kosten haben, auch ohne die EEG-Umlage, die kommen noch on top. Jetzt zoomen wir in das Thema ein Stückchen weiter rein, dann stellen wir fest, dass wir gewisse Schnittpunkte haben. Perfekt. Wir haben hier zwei Punkte, sind vielleicht interessant. Sie sehen, dass 2012 der obere blaue Punkt kam, nämlich die Schnittmarke oder in 12 raus der kleinsten PV-Dachanlagen zu den
korrigierten, ohne EEG-Dachanlagen. Das heißt, wir haben schon seit 2011 vorgelagerte Situation. Solarstrom ist günstiger als Bezugsstrom im Kleinsegment. Der nächste Punkt in Blau ist die Frage, wann haben Freiflächen-Solarkraftwerke, also große Solarparks, den Matchpunkt erreicht mit Offshore-Wind. Das war auch bereits letztes Jahr der Fall, zu 19 Cent im Steuerungsmodell oder 15 unterschritten. Und jetzt gucken wir uns an, wann haben wir günstigeren Solarstrom als Onshore-Windstrom. Und Sie sehen hier diesen gelben Kreis, das hängt ein bisschen von den Degressionen ab, die Sie in den Zubauraten haben. Aber grundsätzlich kann man sagen, in 2014 wird Solarstrom aus Freiflächenkraftwerken günstiger sein als Onshore-Wind. An der Thematik sei es nochmal erwähnt, es ist heute nicht möglich, solche Kraftwerke im EEG wirklich zu bauen, weil diese Kraftwerke auf 50, 60 Meter Breite reduziert sind. Das ist sehr fraglich, Konversionsflächen sind sehr aufwendig, beziehungsweise in Süddeutschland nicht wirklich vorhanden. Die Russen haben sich aus dem Bereich ferngehalten. Sie müssten so langsam mal... Perfekt, bin auch am letzten Slide. Wunderbar, Sie sind fertig. Ausgezeichnet. Ja, bitteschön. Dann haben wir eine kurze Frage, wenn jemand eine hat, hätten wir noch frei? Ich sehe zwei kurze Fragen. Genau, wir fangen hin, aber es muss wirklich echt kurz sein, bei beiden bitte. Ja. Guten Tag, mein Name ist Jonas Zimmermann von der Universität Cottbus. Ich finde Ihre Forderung nach einem Pufferspeicher, also logisch und intelligent, nachvollziehbar. Meine Frage wäre jetzt, wen sehen Sie da in der Verantwortung, die Kosten dafür zu tragen? Die Einspeiser, weil die ja sozusagen qualitativ hochwertigen Strom zur Verfügung stellen, oder die Nachfrager, weil sie eben die Volatilen fordern sozusagen? Danke. Und wir nehmen die zweite gleich dazu, bitte. Geht in eine ähnliche Richtung. Frage ist, was müsste sich aus Ihrer Sicht im Marktdesign oder in der Anreizregulierung ändern, damit dezentrale Erzeuger in solche Techniken sinnvoll investieren können? Und vielleicht die dritte noch ganz kurz von mir hinterher. Ja? Sie haben gesagt, man kann das in den ersten 15 Sekunden ganz gut stabilisieren. Das haben Sie an dem Windkraftbeispiel gezeigt. Danach wird es schwierig. Sie haben dann gesagt, danach gibt es andere Probleme. Ich wüsste halt einfach ganz gern, die anderen Probleme, die es danach gibt, sind aber umso schwieriger zu lösen, oder? Ja. Also vielleicht steige ich bei Ihrer Frage ganz einfach ein. Die meisten Probleme sind sehr kurz, die können Sie schnell lösen. Natürlich, Energiespeicher haben Kapazitäten. Wir gehen von 30 Sekunden, eine Minute, wenigen Minuten aus. Das kann Sie mit Batterien leisten. Bis dahin haben Sie jede Schnellgasturbine auch auf Leistung. Das heißt, konventionelle und moderne Technologien kriegen das in Einklang. Vielleicht auf die ersten zwei Fragen zu kommen. Das Thema ist relativ einfach gelöst, lässt sich schnell adressieren, die Bundesnetzagentur. Ohne Sie jetzt zu überfrachten an dieser Stelle. Die kommt dann so, gleich ins Spiel, aber wird schon interessiert zu. Es ist so, dass wir heute natürlich ein einfaches Beispiel. Wir haben ein Solarkraftwerk, das erzeugt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nachts keinen Strom. Ich könnte also nachts eine Batterie reinbauen und dieses Angebot bereitstellen zum Thema Stabilisierung des Stromnetzes, hauptsächlich Kurzstartfähigkeiten, um dann im Bedarfsfall auch Latenzen zu schaffen und Gaskraftwerke auch hochzufahren oder andere Erzeuger nachzuregulieren. Ich muss aber heute im regulierten Markt eine konstante Linie über 24 Stunden anbieten können. Wenn ich das nicht kann, darf ich nicht mitmachen. Das heißt, in Sekunde 1 bin ich schon aus dem Spiel raus. Technisch möglich wäre das, wir betreiben auch solche Speicher mit Netzbetreibern. Fragen Sie mich nicht, wie die das unterkriegen in ihrer Bilanz. Das geht Gott sei Dank irgendwie noch im Rauschen. Tatsache ist, die technische Möglichkeit ist da. Tatsache ist auch, wirtschaftlich braucht es dazu relativ wenig Anreizregulierung, aber es braucht die Möglichkeit mitzumachen in dem existierenden Markt. Und die ist aktuell nicht gegeben. Es gibt keine Möglichkeit, dass Volatilquellen im Regelenergiemarkt mitmachen. Egal wie die Lösung dahinter ausschaut, die ist vielfältig. Die Frage, wer dann zahlt, stellen wir uns erst, wenn es die Möglichkeit gibt. Der Markt ist ja vorhanden. Wir haben ja einen existierenden Markt. Gut, Herr Beck, vielen Dank. Danke, danke sehr.